Hallo und herzlich willkommen bei EP14 Wolles Bastelstube. Ja, heute geht's ran. Wir wollen hier die BNO-Steckgleise jetzt erstmal aktivieren, dass wir auch schon die ersten Züge mal fahren lassen können hier und dass wir dann nachher nämlich in Glöwen alles so einrichten können, wie wir es gerne haben wollen. Ich habe hier auf den Aufsteiggleisen erstmal hier ein Einfahrtsignal für die Aufsteiggleise gemacht. Das ist für Richtung Berlin, das ist für Richtung Hamburg. Und dann führen die natürlich auch wieder raus in die Gegenrichtung dann wieder. Ja? Also so, dass war wirklich jeder Zug fährt auf jedem Gleis Richtung Berlin und Hamburg. So, das erste, was ich gemacht habe, ist erstmal hier am Ende, also in der Ausfahrt, so eine Ausfahrt hier, einmal diese Ausfahrt und einmal diese Ausfahrt, die beiden Signale habe ich miteinander gekoppelt. Mal sehen. Und zwar, wenn man dich ein bisschen dichter rangehen, so. Und wenn wir die schalten, dann beide in Abhängigkeit voneinander. Das heißt, weil ich das mal steht nutzen, um den ganzen Zugbetrieb zu stoppen. Darum hat das hier auch keinen Schalter, der sich dann automatisch wieder auf Halt legt, sondern wenn die Anlage gestartet wird, dann geht das hier drüber und beide Züge oder beide Richtungen können befahren werden auf dieser ganzen Strecke. Schalt mal die auf Halt, kommt natürlich der ganze Zugbetrieb denn zum Stehen. Natürlich erst, wenn alle Züge wieder in ihren Bereich drin sind. Eventuell, je nachdem wie wir dann hier die Schaltung machen, wann welcher Zug fahren soll und so weiter und so fort, werde ich dasselbe hier auch nochmal verbinden mit diesen Signalen hier. Das heißt, wenn ich die auf Halt setze, kommen die BN-Einfahrtsignale dann letztendlich auch auf Halt. Also zwei separate noch. Die brauchen wir jetzt hier, um dann hier die Fahrstraßen fertig zu machen. Und das soll so sein, dass sich durch die Fahrstraße jeder Zug selber sein Freigleis hier sucht. So, fangen wir mal an. Das heißt also, wir müssen erstmal rennen in die Fahrstraßen und dazu, dass wir hier nicht durcheinander kommen, werden wir uns die Züge ausblenden. 2D-Modus und sagen hier einfach mal beim. Wo haben wir? Steuerstrecken. So, damit haben wir erstmal die Züge hier aus dem Weg. So, das heißt, hier oben brauchen wir nicht unbedingt eine Fahrstraße machen. Hier lassen wir einfach die Weichen aufschneiden, dass die Sache erledigt. Wichtig ist es von hier. Das heißt, unser erstes Startsignal für die Fahrstraßen setzen wir hier kurz hinterm Signal fest. Und natürlich dann auf jeden Gleis. Und zwar vor dem Vorsignal. Da endet dann die Fahrstraße. Ende. So, dann fangen wir mal hier an. Einmal. Und das muss man natürlich dann gleich in die andere Richtung. Muss immer auf der rechten Seite sein. Zweimal. Drei. Dann einfach drehen. Vier. Ein bisschen größer hier. So. 5. Und gleich 6. So. Dann können wir uns da gleich ein bisschen ordentlich alle drücken hier. Und mal gucken, dass wir dann auch an jedes einzelne rankommen hier. So, hier brauchen wir auch nicht so lange Bremswege und weiß ich was, alles. Das ist hier eigentlich völlig Schnuppe, ja. Wir kommen aber auch überall ran, müssen wir nur richtig mal treffen. Aufpassen, dass wir hier
beim richtigen sind. Gut, dann kann man die erste Fahrstraße legen. Und dazu muss man natürlich weichen, das heißt Fahrstraße 1 geradeaus. Brauchen nur zu kennzeichnen, rennen hier hoch und schalten die erste Fahrstraße und damit haben wir sie. So, achten drauf, dass das Einfahrtssignal mit drin ist, das heißt Steuerungstaste hier drückt, ein Klick und damit ist es hier mit drin. Denn das brauchen wir nachher. Jeder Zug muss sich anmelden hier. Und dafür brauchen wir dieses Signal. Das muss aber dann hier in der Schaltung bei Ziel auf nicht auf Halt sein, sondern es soll hier auf Fahrt sein. Und das müssen wir uns raussuchen. Fahrt zum Beispiel mit 40 km/h, dass der nicht so rindonnert hier. Ja, können wir alles machen. Das werden wir aber nachher hauptsächlich mit so einem Signal noch nutzen, die Einfahrt nachher für Klöven. So, an der Stelle möchte ich mich auch gleich noch wieder bedanken für die Hinweise, für die Tipps, die ihr mir gegeben habt hier. So, jetzt brauchen wir als nächstes, das muss rum und das muss rum. Ja, die Hinweise und Tipps, die haben sich bezogen zum Beispiel auf die Bahnschranke, dass es vielleicht günstiger ist, dort den Abstand zum Öffnen der Schranken einzustellen, durch die unterschiedliche Geschwindigkeit, das werde ich auch noch mal ändern. Gut, nächster, angeklickt und jetzt zum Gleis 2. Fahrstraße wurde erzeugt. Und wir sehen, Fahrstraße 2 ist drin. Wenn wir jetzt nochmal anklicken, jetzt zeigt er uns alle beide Fahrstraßen an, da haben wir sie schon drin. So, der nächste. Der muss bleiben, der muss wieder gerade gesteckt werden und der nächste muss jetzt auf Abzweig. Damit können wir die nächste Fahrstraße stellen. Wer denn diese? Haben wir auch. Machen wir hier auch. Aufpassen, dass wir das Signal hier auch mit drin haben. Ja. Ich glaube, bei der zweiten haben wir das nicht mit drin genommen gehabt. Müssen wir nochmal gucken. Ja. Wie gesagt, die Fahrt frei kann man jetzt auch zum Schluss stellen. So, dann werden wir das nochmal anklicken. Und dann sehen wir, ob das mit drin ist. Das Signal hier sehen wir, haben wir vergessen. Also Steuerungstaste festhalten, so Signal auch mit drin. Okay, dann nächste. So, der war jetzt rum. Jetzt müssen wir den gerade. Das nächste rumgeschaltet. Und damit können wir die nächste Fahrstraße auch annehmen hier. Haben wir auch drin. Unser Signal wieder mit einbinden. So, haben wir auch. So, gleich die nächste Schaltung machen. Das jetzt gerade. Und den nächsten auf Abzweig. Angeklickt und angeklickt. So haben wir den auch. Wir erkennen es auch immer daran, dass die Fahrstraßen geschaltet sind, letztendlich hier, dass die jetzt hell sind und solange wie sie noch nicht aktiviert ist, sind sie dunkel. Gut, und gleich wieder das Signal mit einbinden. Wir hätten natürlich das Signal vorher auf grün stellen können, dann hätte er das gleich auch so mit übernommen. Aber nun hatten wir es auf, das ist egal jetzt. Gut, nächster, das jetzt auf gerade. Und die ist auch gerade
Und damit dürfen wir jetzt alle Weichen richtig geschaltet haben. Angecancelt. Und dem. Und damit haben wir jetzt alle Fahrstraßen drin. Müsst ihr mal anschauen. Auch natürlich den jetzt wieder mit einbinden hier. So, wenn wir jetzt nochmal hier mit der rechten Maustaste draufgehen, jetzt haben wir alle Fahrstraßen drin, 1 bis 6. Na, ruhig nochmal kontrollieren, denn Fahrt mit 40. Hier, ja, wie gesagt, hätten wir uns das vorher richtig eingestellt, dann hätten wir uns jetzt diese Sache erspart hier. 3. So, bloß dann ist es gleich auch nochmal nachkontrolliert und wir können uns sicher sein, dass es letztendlich auch richtig ist. So, mit 40, die 4, die 5 und letztendlich noch die 6 und damit haben wir alle Fahrstraßen erstmal richtig aktiviert. Und alles, was dazu gehört, auch. Gut, so gucken wir uns das nochmal an hier. Und wir sehen, alles ist drin. Achso, nee, wir müssen ja eigentlich, nee, die Weichen hat er ja alle automatisch mit drin. Das müsste eigentlich dann klappen. Wir werden nochmal gucken. Weiß ich, jetzt bin ich mir wirklich im Moment nicht mehr sicher. Ja, da hat er die Weiche drin, ist richtig. Ja, denn die muss er automatisch drin haben, sonst hätte man die Fahrstraße erst ja nicht anlegen können. Ja. Und hier die Weiche mit drin und die Weiche mit drin. Also, das ist so. Und das war ja auch letztendlich hier bei Rechtsklicken. Kann man ja die Liste sehen, welche Weichen hier alle mit integriert sind. Ne? Und bei der 6, da sehen wir, alle anderen Weichen sind auf Fahrt, außer die jene auf Abzweig. Gut. So, jetzt müssten wir die Fahrt anmelden. So, und die Anmeldung, die machen wir gleich mal hier vorne hin. Das werden wir dann mit dem Sound Kontakt machen. Natürlich dann hier in diese Richtung, da muss einer hin und dann die Abmeldung, die war dann hier hin. So, das Ausfüllen machen wir dann gleich noch. So rum. Okay. Das sind die beiden Kontakte, die wir brauchen. So, dann geht's hier drüber. Achso, wir müssen eins nochmal kontrollieren. Ne, die Signale hier oben hatte er ja nicht mit drin genommen. So, dann brauchen wir, haben wir gemacht, hier, dass alle Signale wieder, Ausfahrtssignale wieder auf Halt gesetzt werden. Und dann vorsichtshalber zum Schutz nochmal das, und da werden wir auch nochmal letztendlich eine Fahrstraße setzen, die uns praktisch diesen Abschnitt hierher, denn wenn wir auf Halt gesetzt haben und unterdessen sollte die nächste Freischaltung kommen, nicht dass die hier auflaufen, sondern dass da denn der Zug an dem Signal hier stehen bleibt. Das heißt, wir brauchen also hier für dieses Signal auch nochmal eine Fahrstraße. Das heißt, wir gehen hier rein, hinterm Signal machen wir uns den Start, muss auf der rechten Seite Fahrtrichtung liegen und vor dem Vorsignal setzen wir das Ende rein. Auch die beiden verbinden wir jetzt.
einmal, da waren keine Weiche drin, brauchen wir auf nichts weiter achten, außer dass nicht aus Versehen dieses Signal hier mit drin genommen ist, aber wir müssen wieder das Signal auf jeden Fall mit drin nehmen. Und damit haben wir das auch. So, die Anmeldung hierfür vor dem Vorsignal. Soundkontakt. So rum. Genau. Und dann die Abmeldung. War hier hinter. So, dann hätten wir das auch, die kurz hinterm Haltepunkt ist hier. Erst wenn der praktisch grün ist und der ist rübergefahren, dann wird diese Abmeldung wieder, oder die Anmeldung wird dann außer Kraft gesetzt. Gut, haben wir. Dasselbe müssen wir jetzt natürlich noch machen auf der anderen Seite. Wir haben ein Fahrtsignal ist gesetzt und da müssen wir jetzt natürlich dann hier auch wieder die Fahrstraße setzen, Anfang hinterm Signal und hier müssen wir natürlich auch wieder umdrehen zur rechten Seite. Und jetzt hier überall unser Endsignal wieder setzen. Einmal. Zwei. Drei. Vier. Fünf und sechs. So, hier haben wir aber, wir haben ja hier mit Gleis 1 angefangen, weil er sich immer zuerst das erste sucht. Und hier müssen wir dann, machen wir genauso, dass wir hier auch wirklich auf Gleis 1 anfangen, dass er der Reihe nach abarbeitet. Ja. So, hier, ja, und wir haben ja hier Gleis 1, ich habe es ja beschriftet hier, weil ich groß und Schuss gekommen bin und alles immer verwechsel und da sehen wir hier Gleis 1, Gleis 2, Gleis 3. Und damit fangen wir also ganz links dann an. Gut. Erstes Signal muss also hier durchgehend sein, ist er, und damit, und jetzt machen wir diesmal so, dass wir hier, das Signal gleich mal auf grün schalten, so. Und dann brauchen wir in der Regel eigentlich nicht mehr nachzubessern, oben und das Rennen, erste Fahrstraße. Und natürlich wieder das Signal mit einbinden. Ja. So, dann die Weichen wieder stellen. Wird mal ein bisschen kleiner machen wir. Gucken, dass sie trotzdem geht. So, jetzt muss die rum. Und die muss auch rum. Start. Ende. Weiche 2 ist geschaltet und Signal mit eingebunden. Nächste.
Start. Halt, wir müssen vorher das gerade, das rum. So. Start. Ende. Signal mit rein. Weichen wieder verstellt. Gerade rum. Und damit haben wir das auch soweit. Signal mit einbinden. Noch einmal verstellen. Gerade rum. Vorletzte. Und dann haben wir es soweit geschafft, dass wir jetzt das vorbereitet haben und werden in der nächsten Folge dann die Lua-Schaltung dazu machen, so dass dann automatisch der Zug, der hier ankommt, sich das freie Gleis von alleine sucht und das ohne weiteren Programmierungsaufwand. Ja, wie gesagt, ich habe euch ja den Link, der steht immer noch unten drin, zu der Seite vom Georg. Ja, er hat es dort so wunderbar erklärt, dass ich das so ja begriffen habe hier. Und da denke ich mal, dat, wer das hier nachbauen will und mit meinen Erklärungen nicht klarkommt, der findet dort dann auf jeden Fall auch eine sehr, sehr gute Erklärung, sehr guter Workshop. Er hat das in mehreren Teilen dort gemacht, also richtig toll. Guckt euch das ruhig mal an. So, jetzt kontrollieren wir mal, Rechtsklick, und wir sehen jetzt allerdings, dass er das Signal auf, hier hat er uns noch eine Weiche, Quatsch, Signal nur auf Fahrt gestellt. Ja, wie gesagt, wir hätten jetzt gleich nochmal klicken müssen. Ich wollte das auf eigentlich drin haben hier mit 40 km/h, dass er auch hier nicht rinballert. Also müssen wir da nochmal nachbessern. Auch wieder nie dran gedacht. Okay, Fahrt 40 km/h. Aber wie gesagt, das ist ja kein großer Aufwand hier. Das ist recht schnell, ist das denn gemacht. Diese Einstellung hier nochmal korrigiert, je nachdem wie man es haben will. Ja, obwohl das eigentlich hier für die Aufstellgleise auch völlig Schnuppe ist, ob wir hier mit 100 km/h rindonnern hier und an der Weiche zum am Signal zum Halten kommen oder ob wir hier mit 40 km/h rindonnern, das ist hier eigentlich völlig egal. Ich weiß, da werden einige, werden dann wieder schimpfen, ja, das ist ja nicht realitätsnah oder entspricht nicht dem Original, aber wie gesagt, jeder kann das so bauen, wie er will. Ich nehme gerne die Ratschläge immer an, die mir hier geliefert werden, und weil da wirklich richtig tolle Tipps mit bei sind und man kann ja immer wieder was dazulernen, wie die Tatsache auch ist, im Eisenbahnverkehr im Original. Wir haben ja viele, viele Fans hier mit bei, die auch hier in dem Bereich arbeiten. Und da ist es natürlich immer interessant, wenn man was dazulernen kann. So, und hier genauso jetzt natürlich unsere Absicherung nochmal, falls wir die Anlage hier außer Kraft setzen und hier schon eine nächste Schaltung vonstatten gegangen ist. Einmal und vor dem Vorsignal das Ende und damit haben wir auch hier diese Fahrstraße dann, wo wir anmelden können. Na, dann komm, speicher ab.
Das ist schon enorm, der nimmt schon wieder einen Haufen Zeit in Anspruch beim Abspeichern durch meine ganzen Bäume, die ich hier drin habe. Gut, das haben wir auch. So, kurze Info dann wieder. Wie gesagt, die Lua-Schaltung machen wir dann gleich beim nächsten Mal. Ich denke mal, vielleicht mache ich den Film heute Abend noch fertig, sodass ihr den morgen auch sehen könnt. Ja, und damit können wir unseren ersten Fahrbetrieb schon aufnehmen und uns ranmachen langsam an die Glöfner Schaltung. So, meinen ganzen Bahndamm, den habe ich jetzt soweit auch schon fertig gemacht. Hier seht ihr, habe ich noch ein bisschen verändert. Dadurch, dass wir hier keine Militärtransporte mehr fahren, sondern höchstens nur noch Munitionstransporte, die wir hier aufladen, habe ich eine Seitenrampe gemacht und habe das ein bisschen verkürzt. Hier braucht man nicht mehr so ein langes Aufstellgleis. So, dazu kommt der ganze gesamte Bahndamm hier, der, seht ihr schon, ist jetzt komplett fertiggestellt. Ja, so dass ich das erstmal hier schon alles ein bisschen ordentlicher habe. Das wird natürlich alles noch ausgeschmückt und der reicht jetzt wirklich hin bis nach Glöfen, habe ich ihn jetzt schon fertig gemacht. Geht einmal hier rüber, dann bis Dahlem. So, hier ist auch schon vorbereitet Schranken und hier ein Bimmelwerk noch dazu. Aber das werde ich hier wieder wegnehmen, mache ich nur bei unbeschrankten Bahnübergängen. Ne, auch hier geht dann der Bahndamm weiter. Ab hier geht er wieder los, ne, so dass das auch alles schön ordentlich aussieht hier. Ne, da haben wir noch so eine ruhige Kurve drin, vielleicht werde ich die auch noch mal ein bisschen verändern. Hier sehen wir, und dadurch kann man nämlich schöne Höhenunterschiede hier mal machen, ohne dass das groß auffällt. So, hier dann der nächste Bahnübergang, hier habe ich auch ein Leutwerk noch drin. Die Verschaltung werden wir auch demnächst so Stück für Stück machen, wenn wir uns nachher beimachen. Hier wird Pfeifsignale geben, dann ist der Bahndamm hier weit jetzt auch überall gemacht. Und das muss jetzt nur noch halt ein bisschen verschaltet werden, und hier die Brücke habe ich auch nochmal neu gemacht, ja, dass das jetzt mit dem Bahndamm dann auch hier vernünftig aussieht. Von der Farbgebung her habe ich es auch schon fast hingekriegt, da mache ich noch ein bisschen genauer die Übergänge und dann sieht das wirklich alles hier vernünftig aus. Ja, soweit bin ich erstmal gekommen. Ansonsten oben halt nichts weiter gemacht, noch so kurz nochmal Glöfen Apollo. Da haben wir, wie gesagt, ich denke mal, ich werde das vielleicht doch hier machen, nämlich falls wir Rangierfahrten drin haben, werde ich hier auf jeden Fall, sprich diese Teil hier, haben wir ja bis jetzt, dass er die Schranken öffnen soll nach 20 Sekunden. Ja, und wenn wir uns das mal angucken, können wir das natürlich auch, könnte man das per Abstand machen, was vielleicht doch ein bisschen sicherer ist. Hier kann man das nämlich nochmal überlegen. Erst wollte ich es nur hier am Hauptbahnhof machen, am Hauptübergang, aber letztendlich würde das natürlich auch Sinn machen hier drinnen. Denn wenn wir uns mal angucken, wenn wir jetzt nehmen, Abstand, sagen wir mal hier, die Grundstrecke sind 60 Meter und dann reicht eigentlich, wenn der bis hierhin rüber ist, ja, und wenn wir grob sagen 60 Meter Abstand, das wird, ja, und das könnte hier genauso reichen, denn bis hierhin ist der Zug in dem Bahnhofsbereich drin, oder wenn wir 50 Meter machen, das reicht auch, und damit kann man das ganz einfach ändern und sagen hier an der Stelle nicht nach Sekunden, sondern nach Aktivierungsabstand, und wir machen das mit 50 Meter, und damit ist wirklich egal, mit welcher Geschwindigkeit der Zug hier rüber fährt, ob der rüber kraucht oder weiß ich was, auf jeden Fall erst wenn der 50 Meter, so natürlich dann bei Zugschluss, erst wenn der 50 Meter raus ist aus diesem Bahnbereich, dann gehen erst die Schranken dementsprechend hoch.
Gut, ja. Das war's für heute erstmal wieder, wie gesagt, diese gesamte Lua-Schaltung, die schauen wir uns dann nochmal an und werden dann natürlich das beim nächsten Mal komplett machen, um das gleich mal auszuprobieren, wie denn die Züge fahren. Natürlich müssen wir da Glöwen denn hier auf der Hauptstrecke auch noch schnell ein paar Fahrstraßen setzen, damit da nichts passiert. Okay, tschüss, sagt euch bis dahin erstmal euer Wolle. Bye, bye.